an zum Ziel heran wollt und Dozent. Bitte beenden wir doch den Wettbewerb und leise sprechen. Okay, danke für den Hinweis. Ich bin Arzt und Psychotherapeut und Dozent für Psychotherapie. Legen lang Arzt und Psychologen ausgebildet im Bereich Psychotherapie. Und Psychotherapie ist eine tolle Sache. Funktioniert, es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Trotzdem bin ich mir zu dem Schluss gekommen, dass die Behandlung von individuellen Patienten für mich persönlich immer weniger Sinn macht, weil ich merke, dass die Leute gar nicht so sehr unter einem individuellen Problem leiden, sondern unter einem gesamtwirtschaftlichen Kollektiv. Ja, also wir schicken die zurück aus der Psychotherapie und die werden wieder krank und sind dann ein Jahr später wieder da. Ich mag Menschen nicht mehr reparieren, damit sie gut funktionieren. Deswegen habe ich mit der Claudia irgendwann mal darüber nachgedacht, wie wir einen Ort schaffen können, an dem Menschen leben können, ohne dass sie diesen krankmachenden Stress haben. Leistungsdruck, Zeitdruck, Wirtschaftlichkeitsdruck und so weiter und so fort. Und wir haben festgestellt, dass das traditionell die Klöster waren, in denen Leute, die in der Mehrheitsgesellschaft unglücklich waren, Zuflucht gefunden haben und dort was anderes leben konnten als. Ja, wir waren dann im Kloster, haben da gefastet, haben eine tolle Erfahrung gemacht. Wir haben auch an den Ritualen teilgenommen, an der Liturgie und wir haben mitgesungen und so weiter. Der Mönch, der für uns zuständig war, der Bruder Martin. Udo und ich, also Udo hat vor einem Jahr ein Hotel erworben in der Buckigen Welt in Österreich. Die Buckige Welt ist circa eine Stunde von Wien entfernt und eine Stunde von Graz, also genau zwischen Wien und Graz. Und aus diesem ehemaligen Ausflugshotel, wo die Wiener hingekommen sind mit ihren die alten Frauen, mit ihren Enkelinnen zum Beispiel, das war so ein klassisches österreichisches Ausflugshotel, auch mit ganz traditioneller Kost und Schweinsbraten und so weiter. Aus diesem Hotel machen wir jetzt, oder befinden sich jetzt gerade in der Umwandlungsphase, so eine zeitgemäße Klöster. Ach ja, jetzt fällt es mir ein, darf ich kurz einhaken? Okay. Ja, Bruder Thomas, da war ich nämlich stehen geblieben, der hat sich immer entschuldigt dafür, dass wir diese Texte singen mussten. Er hat gesagt, ja, wir dürften nicht so genau hinhören. Ja, wir lasst euch das Singen auf euch wirken und hört nicht so sehr auf die Texte. Und da haben wir irgendwann mal begriffen, wir brauchen eine Fortsetzung der Sterben- und Klosterkollektion. Es ist ja ein Jammer, dass die alle aufgelassen werden, dass sie alle zugrunde gehen, weil es an sich eine schöne Sache ist. Wir brauchen eine moderne Form von Kloster, eine zeitgemäße Form von Kloster, in der wir nicht mehr konfessionell irgendwie eingehängt sind, an bestimmte Dogmen gebunden und auch an uralte Regeln, die für heute die meisten Menschen gar nicht mehr funktionieren, zum Beispiel absolute Gehorsam und Keuschheit und so weiter und so fort. Das funktioniert einfach nicht mehr. Wir brauchen eine moderne Form, in der wir das aus der Klosterposition retten, was gut war und heute auch noch gut ist, und wir das aber weglassen, was einfach nicht mehr funktioniert. Also was wir weiterhin für uns auf jeden Fall haben und anbieten, das ist Rückzug, Stille, ein strukturierter Tagesablauf, an dem man teilnehmen kann, aber nicht teilnehmen muss. Also es gibt, wir nennen das Ritualzeiten. In der Früh eine Ritualzeit von 8 bis 9, mittags eine Ritualzeit, abends eine Ritualzeit. Da gibt es zu Mittag immer stille Meditation, in der Früh immer das körperorientierte, das Yoga oder dynamische Meditation und am Abend dann Tanz oder auch Herzensgespräche, Gesprächsrunden. Also so ist unser Tagesablauf strukturiert. Und auch vom Essen her, ich habe jetzt heute in der Früh ein Gespräch mit diesem netten Herrn gehabt, der sehr auf dieses Personalisierte auch in den Gesundheitsbereich, also sind wir auf das Thema gekommen.
sehr viele Menschen haben aber um diese Uhrzeit noch überhaupt keinen Hunger. Ja? Und für die ist das gar nicht gut, so früh schon zu essen. Und auch ich selber bekomme meistens erst um 11 Uhr Hunger. Und jetzt haben wir auch den Ablauf der Essenszeiten so gemacht, dass es sehr fließend ist. Am Vormittag beginnt das Frühstück um 8, 9 Uhr, aber es geht dann in einen Brunch über. Und jeder kann dann kommen, genau zu dem Zeitpunkt, wie es für seinen Biorhythmus passt. Also das ist das, was für uns eben zeitgemäß ist, dass jeder auf seinen eigenen Körper schauen kann, wann für ihn die beste Zeit ist zu essen und auch wann er an welchen Ritualzeiten dabei sein kann. Und es gibt bei uns auch keinen Guru oder keine Sekte, keine Ideologie, egal welche, auch keine Vorschriften in Bezug auf Beziehungen, gar nichts. Also es kann jeder auch Sachen anbieten, zum Beispiel. Also unsere Gäste, die ein Zimmer bei uns haben, können auch sagen, diese eine Stunde, die wir am Tag ehrenamtliche Mitarbeit haben, also das ist schon wichtig, sonst könnten wir diesen günstigen Preis auch nicht halten. Jeder muss eine Stunde mitarbeiten und diese eine Stunde kann auch genutzt werden, um zum Beispiel was anzubieten, Yoga anzubieten oder selber eine Meditation anzubieten. Ja, so das Konzept, so vom wirtschaftlichen her ist, bei uns kann man ein Zimmer mieten, also wir haben auch kürzere Zeiten, aber am liebsten ist uns ab einem Monat. Inklusive Essen kostet das 500 bis 600 Euro, also inklusive Essen. Und das ist, finde ich, schon ein wirklich guter Preis. Und für die kürzeren Zeiten kostet es dann halt ein bisschen mehr. Aber ja, vielen herzlichen Dank. Ihr habt eine wunderbare Herberge. Du möchtest noch ein Schlusswort sagen. Ja, also das in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, was es geht. Es geht um einen heilsamen Ort. Es geht um einen Ort, der heilsam sein, an dem niemand mehr repariert wird, an dem die Menschen in ihren Selbstheilungskräften maximal unterstützt werden, aber in der Eigenverantwortung für ihren Heilungsprozess. Und die entscheidende Frage, die wir den Menschen stellen, wenn sie kommen, ist: Was brauchst du, um dich hier wohlzufühlen bei uns? Welche Unterstützung brauchst du? Und dann gucken wir, können wir das leisten mit unserem Setting oder können wir das nicht leisten? Und dann sagen wir das auch offen. Aber wenn wir erkennen, dass der Mensch in dieser oder der anderen Weise unterstützt werden kann, dann versuchen wir ihn auch in dieser Weise zu unterstützen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank.